Ja, hallo, ich bin der Michi. Und ich bin der Markus. Wir beide sind Trainer in der Steirischen Handballakademie. Wir befinden uns gerade in der Vorbereitung auf eine Frühtrainingseinheit bei uns in der Handballakademie. Das schaut bei uns so aus, dass wir 2 bis 3 Mal die Woche in der Früh am Vormittag eine Trainingseinheit machen und am Nachmittag dann wiederum auch 3 bis 4 Mal Nachmittagstrainingseinheiten absolvieren. Und jetzt werden euch die Burschen und Mädels eine Übung aus der Let's Go Fit Challenge Faulheit Fasten zeigen, nämlich den sogenannten Bärenwalk. Ja, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und darauf achten, beziehungsweise schauen, worauf zu achten ist bei dieser Übung. Bei dieser Übung Bärenwalk ist darauf zu achten, gehst du mit dem Vierfüßlerstand bitte, dass wir die Knie unter der Hüfte drin haben und die Handgelenke, die Handflächen unter der Schulter haben. Dann gehen wir mit dem Gewicht hinten auf die Zehenspitzen drauf, schauen, dass wir einen langen und geraden Rücken haben. Dann gehen wir her und heben abwechselnd linken Arm bzw. rechtes Bein ab und gehen nach vorne. Der sogenannte Bärenwalk. Wie man gut sehen kann, Hüfte bzw. Rücken bleiben in einer Position, Rücken nicht ab. Und wenn man das Ganze noch erschweren möchte, kann man die ganze Übung auch rückwärts machen.